Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier auf der Turmspitze der Drachenstiege. Im letzten Part haben wir gegen N gekämpft und uns einen Dunkelstein gegeben. Ne? Und der Dunkelstein, der hat den haben wir jetzt dabei. Und der, anscheinend bewegt sich der und Zekrom will raus. Ja, will ich. Hi Zekrom, na? Oh, das wird so ein ekelhafter Kampf. Der Dunkelstein verwandelt die Aura um sich herum in ein mächtiges Energiefeld. Und da, er lässt die Energie entweichen. Level 75 ist das Ding. Holy shit, Alter. Wir konnten das Ding knapp töten. Fangen. Bruh. Ha, mit Apo Pink Lieden. Guter Joke. Guter Joke. Was könnten wir mit Sydney? Könnten wir tatsächlich die Drachenattacken resisten und Eisenabwehr spammen. Theoretisch. Okay, Freunde. Let's go. Let us go. Dieses Theme kennen wir aus den Wyvern Battles, meine Freunde. Oh, okay. Und hier ist es nur auf 5, auf 70. Jetzt ist die Frage, will ich mit Sydney instant eine Eisenabwehr aufsetzen oder will ich einen Flottball schmeißen? Aber ich glaube, bei einem Legi will ich einfach mal für die Eisenabwehr gehen und hoffe, dass ich outspeede Drachenklaue. Das wird aber resisted. Das macht viel zu viel Damage, Alter. Das macht viel zu viel Damage. Okay, die Verteidigung verdoppelt sich. Senkkopfstoß? LOL! Du Noob, Alter! Zekrom ist ein bisschen dumm ohne Ende. Oh, da kommt der Kreuzdonner. Der ist neutral. Und Stab. Okay, die Sache ist die, ich tanke nochmal einen Kreuzdonner oder was auch immer er mir raufschmeißen will. Das heißt, ich kann in der nächsten Runde heilen, weil ein Heil-Item pro Kampf darf ich verwenden. So, Nachthieb wird ihn relativ gut damagen, hoffe ich. Okay. Can I get a crit, please? Er geht wieder für. Der Junge ist dumm. Dumm as fuck. Outspeeden tut er mich sowieso. Mit einem Crit könnte ich ihn killen. Ich geh mal für einen Eisenschädel, weil das resisted wird. Und dann würde ich ihn in den roten Bereich bringen. Ey, Zekrom ist gerade ein bisschen doof, ne? To be honest. Kriegen wir es gebacken, diesen Zekrom zu fangen? Okay. Cool. Es wollte in unser Team. Es wollte mich gar nicht töten. Es wollte in unser Team. Reines Schwarz. Ein legendäres Pokémon mit der Macht, die Welt durch Donner einzuäschern. Hilft allen, die einer Welt der Wünsche harren. Die einer Welt der Wünsche harren. Ja, Zekrom ist mein Hasslegi. Ich mag Zekrom gar nicht. Reshiram, meh, bei Zekrom,
Sekrom war für mich einfach immer so das leerste, komischste, Story irrelevanteste Pokémon ever. Und eine billige Kopie von Lugia. Aber, wer weiß, vielleicht überzeugt mich dieses Spiel von anderem. Gucken wir mal, wie nennen wir das Ding? Der schwarze Drache mit den roten Augen. War das nicht von Joey Wheeler? Wie hieß der? Wie hieß der schwarze Drache mit den roten Augen? Der weiße Drache mit blauen Augen. Der rote Drache mit den grünen Augen. Roten Augen. Schwarze Drache. Mit roten... Der heißt wirklich roten Augen. Der schwarze Drache mit roten Augen. Oder? Rotäugiger schwarzer Drache. Blauäugiger weißer Drache. Nicht schlecht. Der hat keinen Namen, ne? Oh shit, das ist ein Bild, krasses Bild von Salamence. Bahamut. Red Eyes Black Dragon. Ja. Ich nenne ihn, Red Eye. Nein, es passt nicht. Ich wollte ihn Red Eye Moody nennen. God damn it. Okay, dann eben nur Red Eye. Okay, Red Eye. Alistair hätte ich ihn nennen können. Alistair Moody, oder? Hieß er Alistair? Alistair Red Eye Moody? Ich weiß nicht mehr. Sekrom hat dich als neuen Helden anerkannt. Jawohl, Sekrom ist sich sicher, dass die Kraft deines Herzens ausreicht, um die Welt zu verändern. Es gibt da etwas, das ich dir sagen will. Begib dich zur Riesengrotte, Kyurem ist zurückgekehrt. Das habe ich von einem Freund gehört. Sefi, du sehnst dich nach einer Welt in den Menschen. Warum sammel ich diese ganzen legendären Pokémon? Ich brauche die gar nicht. Eines Tages werden Menschen und Pokémon einander hoffentlich genügend vertrauen, um auch ohne Pokébälle zusammenzuleben. Okay. Kann ich hier rausfliegen? Das wäre super. Nee, die Lufthansa fliegt auch von Thürmen. Oder gerne mal in Thürmen rein. Wir sind zurück in Evaio. Und jetzt gucke ich mir mal an, was ich da so gefangen habe, ne? Denn wir haben zwei neue Encounter. Immerhin. Obwohl wir einen davon wahrscheinlich nicht verwenden werden. So, wir haben Red Eye Moody, Drache Elektro. Ein ziemlich cooler Typ eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt. Mit einem robusten Wesen. 232 Angriff. Alter Schwede. 187 Def. Kreuzdonner ist ein 100er Stat-Move, der einfach alles trifft. Ey, dieses Pokémon ist super OP. Attacken können ungeachtet der Fähigkeit verwendet werden. Attacken können ungeachtet der Fähigkeit verwendet werden. Was heißt das? Sowas, dass Solarstrahl zum Beispiel instant getriggert wird? Eisenfaust hat der Junge und Lichtlehm, lol, kaut sich. Das war so ein Meh. Ne, so ein Meh. Aber in Ordnung, Init ist sehr schlecht, Verteidigung ist aber recht gut und der Angriff ist okay. Mit der Eisenfaust könnte natürlich die Finsterfaust stärker sein, wenn er sie hätte. Er hat sie leider nicht, er hat nur den Rambus und das Erdbeben, was aber ziemlich gut ist.
Erdbeben ist ziemlich strong. Und ja gut, to be honest, wir brauchen gerade kein anderes Pokémon. Weil Lufthansa fliegt uns umher und der Rest passt so eigentlich, ne, wie es ist. Okay. Das andere Ding ist zur Riesengrotte zurückgekehrt. Das bedeutet, dass wir auch das wahrscheinlich fangen müssen und dann Kyurem Black daraus basteln können. Alter, und dann ist das Ding richtig OP. Dann ist das Ding richtig OP. Was ist das denn? Nevaeo City. Okay, eine Höhle. Wendelberg. Okay. Was zum Teufel ist der Wendelberg? Ich habe auch die Stadt noch gar nicht erkundet, ne? Ich habe keine Ahnung. Gibt es hier irgendwie was Interessantes zu sehen oder so? Drachenstiege, Wendel. Turm des Himmels? Ah, der Wendelberg war das hier. Turnabfahrt. Aha. Okay. Oh wow, Nevaeo war ja gar nicht die letzte Stadt. Hier, die schwarze Stadt gibt's noch. Dann, Alter, es gibt noch 4 ganze Städte. Holy shit. Also 5 insgesamt. Alles klar. Riesengrotte war hier. Ne? Da können wir auch einfach mal auf Katjas Kanal, um die Riesengrotte zu finden. So, ja, Superschutz hat sich des Todes gelohnt. Aber in Ordnung, wir haben eh genug. So. Rude 22, das passt. Dann kommen wir so schnell wie es geht, glaube ich, zur Riesengrotte. Okay. Da steht einfach so ein Terrakium. Digga. Wir haben zwar schon probiert, es zu fangen, wir haben gefailed, aber... Wir probieren es vielleicht nochmal. Warum nicht? Im heutigen Part werden die Legis gefangen, Freunde. ...65. Stolzes Level. Irrlicht. Sanktoklinge, keine Chance. Ja gut, Terrakium, du kannst eigentlich selbst entscheiden, ob du mitkommen willst oder nicht, ne? Du wirst einfach irgendwann dann sterben. Will ich einmal für Unheilböen gehen? Ich gehe einmal für Unheilböen. Ein einziges Mal, Kraftschub, okay. Ich hoffe, dass ich einen Boost bekomme. Alter, das hat nichts gemacht. Okay, ich gehe nochmal für eine halbe Höhen. Rapidschutz. Lol. Der Junge. Der hat keinen Bock, ne? Oh, jetzt wird's interessant. Will Terrakium drin bleiben oder nicht? Wir haben Hyperbälle. Terrakium hat noch 2 Chancen drin zu bleiben. Danach ist Ende. Dann ist er ein für alle Mal tot. Okay. Oh shit, der Junge ist auf plus 3, ne? Aber kann nichts machen. Rapidschutz, Schwertanz, Sanktoklinge. Er könnte Steinhagel haben. Tja, Terrakium, es ist deine Entscheidung. Du kannst jetzt drin bleiben oder sterben. Tja. Ich habe dir die Möglichkeit gegeben. Du hast sie nicht wahrgenommen. Dein Problem, mein lieber Boy. Das war's mit Terrakium. Terrakium ist, glaube ich, das einzige Legi, was wir nicht gefangen haben, ne? Was wir einfach nicht fangen konnten. Der stolze Held, meine Freunde. So. Okay, jetzt sind wir drin. In der Riesengrotte.
Ah, hier kommt man sowieso an denselben Ort, okay. Ja, hier war ja dieses, genau, dieser Wald und dann hier oben, ne? Oh Gott. Stimmt, da war ja was. Der Weg ist nicht allzu einfach. Warte mal, wo sind die ganzen Bäume umgeknickt? So, irgendwo hier. Oh. Okay. Ah, genau, hier, warte mal. Ja, ja, alles chillig. Irgendwie muss man hier durch, durchs Geäst und so. Warte mal, das kann doch nicht sein. Man musste doch hier irgendwie durch. Da oben ist nämlich die Höhle. Okay. Aha. Bin ich gerade hart blind? Ah, okay. Okay. Ich bin gespannt. Vielleicht sollte ich den Flottball werfen. Apo Pink resisted. Warte mal. Resisted. Sydney resisted. Sydney resisted. Resisted Stahl. Eis? Ich glaube ja. Okay, dann probieren wir es mal gegen hier Kyurem. Oh, und da ist immer noch der Stab. Kyurem zu seiner Marionette. Ja, dann muss ich einfach nur den Stab aufnehmen, aber nee. Okay. Let's go. Let us go, oh my friends, let's go, lalala. Okay, Level 70. Ich könnte den Flottball schmeißen oder ich könnte es so machen wie bei Kyurem. Dass ich für die Eisenabwehr gehe, ich weiß noch nicht, ob er... Er ist, glaube ich, mixed, ne? Ich gehe mal für eine Eisenabwehr. Grimasse, lol. Okay, das Ding ist, Iron Head ist sehr effektiv, aber wir haben gesehen, was ein Nachthieb so einem Zekrom gemacht hat. Ich weiß halt nur nicht, ob Kyurem genauso bulky ist. Ich glaube, Kyurem ist um einiges fragiler. Also, Drachenattacken wie Drachenklaue machen jetzt gar keinen Damage mehr. Vielleicht noch Blizzard und sowas. Wird aber auch resisted. Ich gehe auf plus 6. Ich gehe keine Risiken ein. Ah, natürlich hat er. Natürlich ist er speziell. Natürlich hat er den Drachenpuls, der mal wieder den übelsten Damage macht. One-shotte ich das Ding mit einem Iron Head. Ich kann für einen Felsgrab gehen. Und mal gucken, was es macht. Felsgrab ist auch sehr effektiv, aber nicht Stab. Ja, der Junge würde einen Iron Head eigentlich tanken, oder? Warte mal, Felsgrab hat 50 Stärke, macht also 100 Damage. Iron Head 160. Beziehungsweise 200. Könnte knapp werden. Egal, ich gehe auf den Nachthieb. Der Nachthieb wird nicht reichen ohne Crit. Oh, nicht mal mit Crit hätte es gereicht. So, okay. Kyurem will anscheinend auch gefangen werden. Ich gehe nochmal auf den Felsgrab. Begrenzer. Also er hat genau dieselben Attacken, mehr oder weniger. Bitte kein Crit. Okay. Ja gut, Kyurem will anscheinend ebenfalls gefangen werden, ne? Rote KP, aber Terrakium zum Beispiel wollte gar nicht. Mal gucken, wie es mit Kyurem ist. Hm? Nicht so einfach wie Zekrom, auf jeden Fall. Da geht's los. I see. Da geht das los. Ich kann das Ding nicht paralysieren.
Ich kann nichts machen, außer Bälle zu spammen und hoffen, dass es drin bleibt. Was es aber irgendwie keinen Bock zu hat. Irgendwann struggelt es und tötet sich selbst. Aber davor muss er noch die Drachenpulse raushauen. Come on, Kyurem, mach keinen Stress. Ich wollte schon sagen, man muss nur nicht drum bitten, aber da muss anscheinend noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden. Kyurem, ich weiß, du bist ugly und alle hassen dich. Ich habe aber nichts gegen dich. Okay, das mit Magli, das war... Na, das ist nicht meine Meinung, Digga. Das ist nur die Meinung der anderen Leute, die dich mit diesem Zepter und mit diesem Stab beherrschen wollen. Ich will nur, dass du in dem Pokéball drin bleibst. Okay, du hast keinen Bock. Kann ich verstehen. Hätte ich auch nicht, wenn ich so aussehen würde. Ne, vor allem ist hier alles aus Eis und spiegelt. Und wenn ich den ganzen Tag mein Gesicht irgendwo sehen würde, Alter, dann würde es mich wahrscheinlich auch ankotzen. So, der Drachenpuls wird ebenfalls von Hero resisted. Und er geht auch gleich dafür. Ist ein bisschen ätzend. Ist ein bisschen ätzend, aber in Ordnung. Ich kann halt immer noch mit Apo Blue genesen und ein bisschen stallen vielleicht. I don't know. Kyurem, du willst raus aus dieser Höhle. Come on. Bringt nichts hier. Come on. Ja, siehst du, auch Kyurem hat sein Gesicht satt und deswegen bleibt es im Ball drin. Da gibt es keine Spiegel. Und wir haben den Schallwellendrachen Eis. Eisdrachen. Ein legendäres Eis-Pokémon, das auf den Helden wartet, der seinen verstümmelten Körper mit Wunsch und Wirklichkeit heilt. True. So, dich nenne ich, weil du so schön bist, Quasimodo, ne? Weil er so eine bucklige Gestalt ist, ein super ugly. Oh, da ist ein Pokéball. Sefi, das war doch gerade Kyurem, nicht wahr? Das also das legendäre Pokémon von Team Plasma, oder besser gesagt, jetzt ist für seine finstere Machenschaften missbraucht hat gefangen. Du bist einfach spitze, Sefi, dass du so vielen Pokémon begegnest. Sag mal, dein Pokédex sollte mittlerweile auch schon ganz schön mit Einträgen gefüllt sein, oder? Bell hat recht. In einer... Pokémon. Okay, auf zur Pokémon-Professorin. Der DNS-Keil. Ja. Alright, dann haben wir Kyurem und Zekrom gefangen und können die beiden nun mit dem DNS-Keil verschmelzen zu einem neuen Pokémon. Was sehr, sehr böse wird. Ihr dachtet bereits, Zekrom ist OP? Puh. Dann wartet mal. So, ich muss zurück nach, wo war das? Aventia. Oh. Okay. Himmelsfallbrück, Ewigenwald. Anscheinend ist dieser Pfad jetzt offen, Freunde. Okay, dann gucken wir uns mal das Ding an. Lagerungssystem geöffnet. What? Du hast Kyurem gefangen und Hintergrundbilder. Okay, lol. So, sacht. Mit dem Erzwinger. Minus Spezialangriff, das ist sehr schlecht, aber in Ordnung. Ich würde mal sagen, wir verschmelzen Quasimodo und Redeye. Denn dann kriegen wir ein komplett neues Pokémon. Was noch viel OP-er ist als die beiden alleine.
So, ich lege kurz meine Pokémon ab. Und jetzt, meine Freunde, werdet Zeuge der Verschmelzung dieser beiden legendären Pokémon. Das müsste eigentlich bei den sehr wichtigen Items sein. Bam. Einsetzen. Oh, shit. Da ist Kyurem B, meine Freunde. Und Kyurem Black wiederum mag ich. Kyurem Black wiederum mag ich tatsächlich, weil es im Competitive sehr gut einsetzbar ist. Oh, es ist sacht. Wobei, das ist gar nicht scheiße, oder? Weil, das ist alles physisch. Ah, der Drachenpuls nicht. Aber ich kann im Drachenklaue lernen. Die TM dazu habe ich ja gerade bekommen. Alter, dieses Ding ist so OP. Und er heißt Quasimodo. Also er übernimmt das Wesen und den Namen von Kyurem. Das ist interessant, das wusste ich gar nicht. Angriff auf 247. Verteidigung ist okay. Spezialangriff ist, ja, ne. Spezialverteidigung ist auch okay wegen dem Wesen und der Init ist ebenfalls nicht schlecht. Holy shit. Also wenn ich dem Ding jetzt noch ein paar Moves beibringe, ne, wie Drachenklaue. So, probieren wir es mal. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe, Ungemütlichkeit. Frostwolt, Drachenklaue. Holy shit. Und Kreuzdonner kann das Ding. Das ist so OP, dieses Teil. So, anstatt von Drachenpuls, ne? Jetzt haben wir einen physischen Drachenmove, der ist viel besser. Quasimodo wird alles wrecken in dieser Nuzlocke, habe ich das Gefühl. Clownwetzer. Ja, das muss nicht wirklich gewetzt werden, weil wir treffen ja jeden Move. Was könnte man da noch? Steinhagel gegen Feuer-Pokémon, Dunkelklaue. Kann das Ding Wall-Switch? Nope, krass, Quasimodo kann kein Wall-Switch. Dunkelklaue kann er wahrscheinlich, ne? Kann tatsächlich Dunkelklaue, der Junge. Ah, warte mal. Das könnte verfehlen, ne? Frostwolt. Feuert in der zweiten Runde elektrisch geladene Eisklumpen auf das Ziel ab. Paralysiert das Ziel eventuell. Holy shit. Okay. Dann habe ich tatsächlich lieber Clownwetzer. Weil das Ding 100% akkurat macht. Ne, ja doch, müsste eigentlich zu 100% akkurat machen. Was für eine Fähigkeit hatte Kyurem jetzt? Alter, also Kyurem ist sehr, sehr krass. Terravolt. Attacken können ungeachtet der Fähigkeiten verwendet werden. Das heißt, Frostvolt trifft nicht in der ersten Runde, weil er hat das mal eingesetzt gegen mich und da muss er aufladen. Ungeachtet der Fähigkeit. Interessant. So, meine Freunde, ich glaube, ab hier brauchen wir Lufthansa gar nicht mehr, weil wir ab hier einfach zu Fuß weiterlaufen können. Und anstatt von dem Geisterboy hier, ne? Dem Golgantis Atlantis Boy, nehmen wir einfach mal dieses Ding damit. Ja gut. Drache Eis war das. Okay, also Kreuzdonner ist kein Stat mehr, das bedeutet. Switchen das mal. Jetzt ist die Frage, was geben wir dem Ding? Das Ding kann ja noch ein Item tragen. Ich
Die Drachenhaut. Glattbrocken, Luxushaut. Dicke Drachenhaut, die Drachen-Pokémon tragen. Okay, nee, das verstärkt nichts leider. Hier, Drachenzahn. Oh shit. Okay. Schaut euch mal das an. Caesurio, okay? Es ist ein Caesurio. Es hat 166 Angriff. Das Ding hat einfach 247. Also das ist ein OPs Teil, Alter. Aber ich möchte es mitnehmen, tatsächlich. Quasimodo. Ich möchte es lieber mitnehmen als Golgantis, to be honest. Weil erstens ist es schon gelevelt, es hat ein gutes Moveset. Und wir müssen nicht mehr, weiß ich, wie viel grinden. Plus finde ich das Ding tatsächlich ganz cool. Kyurem-B. So, aber meine Freunde, wir sind wieder, schon wieder bei einer halben Stunde. Alter Schwede. Ja, das war's für den heutigen Part. Im nächsten Part werden wir uns aufmachen. Ne, wir haben ganz, ganz viele Legis gefangen heute. Oder eben eins nicht, zwei von drei. Im nächsten Part werden wir uns aufmachen, auf in neue Gefilde, auf in neue Städte und auf in neue Kämpfe wahrscheinlich. Und da werden wir gucken, wie sich Quasimodo so schlagen wird. Wir sehen uns im nächsten Part. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann.